nicht dein Ernst? Oh, hallo Schwester. Wie geht es dir? Lass den Unsinn, was soll das hier? Was ist das? Sieht aus wie die Dokumente, die beweisen, dass du massiv Firmengelder hinterzogen hast. Ja. Ach. Ein schönes Haus. Du stehst also dahinter? Natürlich. Bist du wahnsinnig? Du weißt genau, dass diese Anschuldigungen aus der Luft gegriffen sind. Wie hast du es mit Vermutung, wenn sie erstmal so im Raum hängen? Dann verschwinden sie nicht wieder. Was ist mit schlechten Gerüchen? Warum hast du das getan? Ich möchte das für Geschäftszeiten äußern. Willst du das Erbe unserer Familie zerstören? Nein, es ist deine Familie. Was? Mhm. Hör mal zu. Meine Mutter hat dich damals aufgenommen. Es hat sich nie die Frage gestellt, ob du dazugehörst. Selbst wenn ich ein Bastard bin, das wolltest du doch sagen. Nein. Natürlich wolltest du das sagen. Und es stimmt ja auch. Ich bin der Bastard. Ich bin das Kuckucksei. Ich bin der Seitensprung. Ich bin der Fehler. Mein ganzes verdammtes Leben habe ich das immer wieder zu spüren gekriegt. Ich musste um jedes noch so kleine Stück Anerkennung kämpfen. Um jede Anerkennung musste ich kämpfen. Und das war immer umsonst. Was mache ich? Ich habe sowas nie gesagt. Nie. Das brauchtest du auch nicht. Es war nicht nötig, dass du das sagst. Willst du, dass ich dir meinen Anteil überschreibe? Das ist immer noch nicht verstanden. Was? Du könntest eine stille Teilhaberin in der Firma sein. Doch? Dann hättest du das ganze Geld, du hättest keine Verantwortung mehr, du könntest endlich eine Familie gründen. Ein Haus hast du ja schon. Oder aber ich führe die Geschäfte alleine, wie ich das für richtig halte. Meine Geschäftsführung, meine Regeln, meine Gesetze. Noch habe ich dich ja noch nicht angezeigt. Du kannst es dir ganz in Ruhe überlegen.